steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Okay, cálmate. Culpa, pendejo. So, ich begrüße euch gerade zu einem neuen Part. Eine Abmoderation habe ich mir gespart, weil wir eigentlich so viele Cutscenes hatten. Oder Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Wir sind. Die Treppe rauf. Ja. Wir sind anscheinend immer noch im Knast auf jeden Fall. Was genau passiert ist, wissen wir jetzt nicht. Aber ich gehe doch davon aus, dass wir Nate sind. Ich erkenne ihn an der Stimme wieder. Hey, schöner Tag, nicht? Wir sind nicht sehr gesprächig hier. Aber auch der Knast ist wieder sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Hey, und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo. Panama. Lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Huéfense. Quietense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Scheint hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Aha. Ui. Wo soll ich hin? Da rein? Tag. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Bist du früh genug raus. Mhm. Anscheinend kriegen wir eine neue Zelle, wa? Oh. Hi. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nicht. Atrás. Este encargo yo. Bien. Ich geh mal, ne? Der Ratte hinterher? Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Da oder da? Anscheinend hier. Nein, nein, nicht da. Oh, okay. Okay, geht immer tiefer hier. Kommen wir jetzt in den Folterkeller oder was wird das? Es ist sehr, ja, sehr cool. Aber ich bin gespannt, was hier jetzt alles noch kommt. Das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Nach links, ja, sagt er. Ich bin gespannt, wie viele Kapitel es gibt, wenn das schon das zweite jetzt ist. Da wären wir. Okay. Aha. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein.
Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse. Danke. Aha. Ja, also gut. Der wollte uns gar nicht... nichts Böses im Endeffekt, sondern er wollte uns einfach nur hier rausholen. Das ist ja auch sehr nett. Aber ich glaube, ab jetzt ist es soweit, dass wir auch Schätze finden können. Deswegen gucke ich gleich mal am Anfang hier rum. Bisher war es immer so, dass ziemlich am Anfang gleich was rumlag. In diesem Fall tatsächlich nicht. Und hier oben ist auch nichts, ne? Ja gut, können wir nochmal mit ihm quatschen? Nö, dann hauen wir ab. Okay. Heppa. Tja. Da oben bei den Kisten, sagt er. Hier komme ich wohl nicht hoch, ne? Ne. Da muss ich wohl tatsächlich erst einen Weg finden. Ach, schön. Also ich muss sagen, auch diese Umgebung ist schon wieder ein bisschen neuer. Also ein bisschen gebirgig halt, ne? Aber das hatten wir auch noch nicht. Und es gefällt mir wieder richtig gut. Ich weiß aber nicht, ob die Schätze jetzt hier wirklich leuchten wie sonst. Oder. Also, wenn die gar nicht leuchten, wäre es natürlich mies, ne? Das wäre richtig mies. Ui. Wasser. Hm. Da hoch wieder. Nö. Kann ich hier irgendwas tun? Kann ich mich hier. Das ist, glaube ich, nicht das Beste, oder? Soll ich mich da runterhangeln? Ich glaube nicht, oder? Kann ich hier runter? Doch, kann ich. Okay, kann ich. Jetzt ist die Frage, wo hangel ich mich lang? Also ich glaube nicht, dass ich da runter kann. Da ist ziemlich wässrig. Hier links? Kann ich nach links? Auch nicht, ne? Hm. Ist ja geil, dass ich jetzt gleich am Anfang schon nicht weiter weiß. Ich gehe mal hier hoch. Ah, ich sehe schon. Ah! Huh! Okay, geschafft. Ich konnte so schnell gar nicht lesen, was da jetzt eben stand, aber jedenfalls habe ich es geschafft. So. So, und hier hat er was für uns versteckt. Ist er schon weg? Oh, er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Hm. Enterhart. Okay. Das war's. Ich dachte, er hat doch eine Waffe für uns versteckt oder so. Hm. War wohl eher ein Wunschdenken. Da ist noch was. Was denn überhaupt? Moment. Ach, da hoch. Okay. Sorry. So. Gut. Was ist denn hier? Irgendwas drin? Ja, aha. Was haben wir denn da? Sie haben einen Schatz gefunden! Und wir können den mit Options genauer untersuchen. Katzenanhänger aus Panama. Erster. Und es sieht so aus, als wäre es auch der erste, weil von den Tragezeichenpositionen her kann man jetzt, glaube ich, erkennen, ob man noch einen übersehen hat. Das ist schön. Bin mal gespannt. Also noch haben wir die Challenge, alles zu finden. Ah, alles werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. L3. Wie komme ich da hoch? Tja. Ich sehe schon einen Weg. So. Also, mit L war das, ne? Okay. Und heppa! Sehr schön. Und dass er das Seil dann gleich wieder bei sich hat, ist interessant. Aber das ist mal eine coole neue Funktion, weil sowas hatten wir bisher noch nicht, dass wir so ein Seil bei uns hatten permanent, was wir dann schmeißen können.
Haben wir ja anscheinend von unserem Bruder gelernt. Und eine schöne Neuerung, muss ich sagen. Hat so ein bisschen was von Indiana Jones, ne? Ja, ich sehe schon, wo ich lang muss. Ich wollte nur gucken, ob da irgendwas ist. Ne, ist anscheinend nicht. So, okay. Versuchen wir unser Bestes. Fuck! Da könnte man runter. Oh, da unten ist nichts, ne? Oder will ich drüber oder will ich... Wahrscheinlich schon, ne? Und da hoch. Kann ich da an den Balken rechts springen? Ne, kann ich nicht. Da kann ich ran, okay. Es ist nicht mehr ganz so eindeutig zu erkennen, wo man sich festhalten kann. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Man muss ein bisschen mehr rätseln. Seil am Pfosten. Vielleicht. Na, da komme ich anscheinend so... Oh, da muss ich während des Rutschens, oder was? Oh, hat geklappt. Yeah. Oh. Ja, wenn wir den Sam wiederfinden. Also, das, ja, ich frage mich gerade noch, wie das jetzt hier zeitlich auch einzuordnen ist, ne? Haben wir jetzt praktisch schon ein paar Abenteuer hinter uns, oder? Ich weiß es einfach nicht, ne? Das ist... Also, er wirkt hier auf jeden Fall noch ein bisschen jünger jetzt gerade. Boah. Sehr, sehr schön mal wieder das Ganze. Können wir da oben drauf? Ich habe gedacht, ich könnte da vielleicht noch drauf auf den Turm. Anscheinend nicht. Ich würde gerne da oben drauf, wenn ich ehrlich bin. Es sieht für mich so aus, als könnte ich von hier aus mich da oben festhalten. Oder da. Aber. Warte mal, kann ich mich hier. Das kann ich, ne? Bin mir halt nicht sicher. Will er nicht. Na gut. Ich hätte echt gedacht, ich könnte da oben hin. Und da will er nicht ranspringen, ne? Doch! Will er wohl. Genau das wollte ich. Das muss ich anscheinend auch, ne? Das ist der offizielle Weg. Bereit zum Installieren. Ja, jetzt nicht gerade. Habe ich da jetzt unten einen Schatz verpasst? Nee, ne? Okay. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Ja, erstmal muss ich jetzt überhaupt langkommen. Okay, das will er so nicht. Ufa, da. Okay. Okay. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Oh. Können wir da rein? Können wir. Puh. Erstmal oben bleiben, bevor wir runterspringen. Würde ich sagen. Denn hier könnte ja was rumliegen, ne? Es ist aber echt toll gemacht. Es sieht echt aus. Da. Es sieht echt aus wie so eine alte Ruine, ne? Also ich kann da. Okay, kann ich nochmal. Ja, ich hab nochmal losgelassen. Weil wenn, dann möchte ich mich ja doch nochmal eben umgucken. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Da liegt was. Was ist das denn? Aha, eine Karte oder so? Ein Brief? Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm.
18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Mein Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Kapitän hören. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechung eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Sehr nett. Drehen bringt anscheinend wirklich nur was, wenn auch tatsächlich was drauf sein soll oder so. Also ich hätte gerne ich weiß, ich kann wieder hoch, aber ich hätte gedacht, wir finden ihn. Ich kann noch einen tiefer? Nee. Aktuell nicht. Na gut, gehen wir wieder hoch. Da bin ich hereingekommen. Also da unten war nur eine Nachricht. Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Anscheinend. Wie viele Piraten hier wohl gestorben? Ach so, dafür. Okay, das war nur zum Aufreißen. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal dahin. So. Und jetzt können wir uns da rausschwingen, oder was? Oder wir können einfach rausklettern. Hi. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ich auch schon. Wir können nach rechts und wir können nach links. Kann ich erstmal nach links gucken? Nach links wieder? Nee, okay. Weil da. Oder halt. Ist da unten eine Nische? Nee. Man muss so ein bisschen in die Richtung lenken und X drücken, wo man hinspringen will. Das geht nicht einfach nur noch ganz blind zack, zack drücken. Man muss schon so ein bisschen eine kleine Richtungsangabe machen. Das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter. Ui. Aha. Oh Mann, Sam verpasst echt was. Ja, die Frage ist, ob ich auch was verpasse. Auf geht's. Burns Zelle. Ist er das? Yes, sweet. Oh Gott, sind hier viele Zahlen. Wo fange ich an? Okay, also sehr viele römische. Das sind Ziffern, ne? Rätsel muss eine Bedeutung haben. Ja, bestimmt hat das eine Bedeutung. Aha. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Okay. Das ist ein Teil des Symbols. Okay, also. Ja. So ein Pfeil und so eine Art M. Da ist die andere Hälfte. Also dann. Also ein X, aber da mal kurz gucken. Nee, das. Gott, wie soll ich das denn machen? Wir können es falten! Sehr gut. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay. Also, okay, ich versuche da mal was zu finden, was so aussieht. Da. Das ist das Schützezeichen. Das ist das Schützezeichen. Aber... wo ist das Skorpionzeichen? Also Schütze ist 10. Ne? Wo ist denn die 10? Also sie sind ja mehrere Steine und ich muss die 10 anscheinend reindrücken. Da. Den da. Römische 10. Nichts. Nichts? Mal im Brief. Das war doch das da, oder? Das ist die 10. Ich guck doch mal kurz. Ja, und das M, also beide zusammen vielleicht. 10 und ja, dieses M mit dem Haken, das ist aber nicht das daneben. Das ist das nicht. M mit dem Haken. Skorpionzeichen und eine römische 2.